Steig jetzt in das Boot. Hab ein. Steig jetzt in das Boot. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Junge. Das reicht aus. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Ja, lasst mich euch begrüßen in God of War. Und ja, nach 3 Jahren habe ich ihn mal wieder rausgekramt, weil ich nicht wusste, welches Projekt ich mal neu mache. Und ja, ich hatte ja schon mal eins, aber ich habe da mal reingeguckt, es gefiel mir überhaupt nicht. Ich hoffe, ich mache es jetzt besser. Und ja, ich war die ganze Zeit jetzt still, diese Stimmung und so, die ist ja schon alleine schon geil genug. Ja, dann schauen wir mal, wie ich mich weiter schlage und bei wichtigen Sachen bin ich einfach still. So wie jetzt. Das war der letzte. Thank you.
Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Ja, wen es interessiert, wie ich nehme hier Vater? In... Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Ich nehme hier in 4K HDR auf und dann könnt ihr euch ein bisschen drauf einstellen. Und ansonsten genießt dieses Spiel wie ich. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Und ja, wir werden sehen, damals hat mich das Spiel schon vollkommen mitgenommen und alles abverlangt und das wird genauso diesmal auch sein. Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege?
Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Gut, dann geht das weiter, Mignon. Es wird eher ein Gameplay als ein komplettes Let's Play. Ja, weil ich in der Zeit etwas weniger reden werde, was wahrscheinlich auch gut ist. Ja. Und ich möchte mal ein anderes machen als immer nur... Ich geh mal da vorne nachsehen. Ja, mach das. Und ein bisschen weniger reden. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Eine Wildschau. Oh, was jetzt? Ja, komm her, ich zeig dir das. Hui. Hier lang, Junge. Zapp. Oh. Na, sauber. Ja, oh. Hirschspuren, frisch. Hier lang. Deswegen mache ich das etwas weniger reden, weil die kommunizieren ja selber. Und hinterher die Geschichten, die erzählt werden, möchte ich auch nicht direkt überquatschen oder unterbrechen. Gefunden! Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Und deswegen werde ich etwas weniger reden. Ja. Was auch dem Spiel zugute kommt. Absolutely fantastic. Ja, ich werde mich trotzdem etwas umschauen und dann sehen wir, wie weit ich komme. Oh. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geht zur Seite. Werde ich sehen. Ach so. Zack. So geht's nochmal. R2 reicht. Los. Axt. Was ist hier passiert? Super. Ja, kann ich dir auch noch nicht sagen. Werden wir gleich sehen, mein Guter. Da ist der. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Hm. Finde ihn. Ich meine, der Junge hat schon ein hartes Leben, also den God of War als Vater zu haben, Halleluja, also das ist, Achso. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit! Bleib zurück! Anfang ist das alles etwas leichter. Oh. So, ich wollte eigentlich hier hin. Genau deswegen. Hm? Noch kein Teil. Oh Gott. Wir waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Nee, ne? Geh weiter. Oh. Der ist ein bisschen angepieselt, würde ich sagen. Ja. Aveng. Junge, achso, wie sehe ich ihn überhaupt aus? Aha, Rage habe ich keine. Na gut. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren.
Gut. Wir folgen dir. Oder so. Ganz genau. Wir wollen uns hier ein bisschen umgucken. Junge, du musst überlegen, ich muss mich auch aufmotzen. Ne? Und dazu brauche ich vielerlei Dinge. Oh ja. Lass uns mal hier. Sie bestimmt. Ja, aber die wollten uns fressen. Ne, würde ich doch sagen. Die wollten uns fressen. Und das kann ich nicht zulassen. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Skarpschlacke. Ja, die wird natürlich exzellent wichtig hier. Ja, ich habe mir überlegt, welches Projekt ich starte und ich habe dann mal meine durchgeguckt, ob ich was verbessern kann. Und das, ja, mein Let's Play hier zu God of War, wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, da ist alles eine Verbesserung. Ja, absolut. Ja, damals habe ich gedacht, okay, so klappt das, so funktioniert das, aber ich sage jetzt mal, meine Let's Play sind nicht wiederum die besten. Aber ich habe einige Erfahrungen gemacht und ja, weiß, was ich sein lassen sollte und was nicht. So, sag jetzt. Vorsicht an der Kante, Junge. Jo, der steht da hinten. Aber pass bloß auf. Ja. Ist der Hammer. Was? Ja. Ja, das ist, wenn man so eine Kraft hat, dann ist das unausweichlich. Auf die Lulli. Tu mal die Axt weg, guter Mann. Ah, und jetzt nehmen wir mal genau. Ja, so, jetzt brauchen wir die Axt wieder. Wie war das hier nochmal? Sollten wir hier drin sein? Weiß ich nicht. Ah, 3 Jahre her, ey. Wow. Gut. Ah, nein. Das andere jetzt? Ah, da ist es. Ja, mit den Knöpfen, da muss ich mich noch dran gewöhnen. So, unsere erste Truhe ist hier. Also, unsere Zahlen, Buchstaben. Ja, da kommen auch welche, Halleluja. Also, ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Ja. Gehacktes Silber. Oh, 7600. Das nenne ich mal eine Menge. Absolut. Ja. Auch gut, Junge. So, jetzt gehen wir deinen Weg, den du wolltest. Mach ich alles. Ja, wie lange ich die Folgen mache, weiß ich noch nicht. Da, ja. Kann ich denn von hier aus? Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Genau, wir machen alles das, was uns gefällt. Wir sind vogelfrei. Absolut vogelfrei. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Hm? Passt ihm zwar nicht, aber gut. Das soll so sein. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Nee, ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber naja, gut. Drauge! Was?
kapieren gar nicht. Oh. Dann nehmen wir dich mal. Geht das nochmal Atreus schießen? Alter, kannst du mal die Dinger nehmen? Aua. Oh, die Axt ist ja mega. Achso, der hat seine Axt ja noch nicht. Ja, seinen Bogen ja noch. Aua. Aha. Gut. Dann zwirbeln wir mal hier. Ach nee. Moment. Nein. Noch nicht. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Ja, kriegen wir auch schon auf, aber nur nicht jetzt. Gleich erst. Gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Ah. Was wollte... Ja, Skarpschlacke. Ja. Artefakte komplett. Das ist gut. Das lässt sich angehen. Ja, von der Skarpschlacke, da müssen wir wahrscheinlich wieder Tausende sammeln, aber gut. Sonst war hier nichts mehr, ne? Oder? Nein. So, komm, Atreus. Machen wir uns auf den Socken. Du wolltest da durch? Atreus, also. Folge mir. Bin gleich da. Sagt er auch. Oh. Gut. Halt. Ja. Ja. Ich weiß, ich bin ja auch dein Dad. Ich will dir was lehren. Absolut. Perfecto steht da. Ja. Ja, ich werde nicht also überall so durchrushen wie jetzt hier. Aha. Gut. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier ist besser. Achso, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt, ja. Ich war jetzt bis dato, bis gestern, vorgestern, 100%, ich weiß nicht mehr. Mit Kingdoms of Amalur fertig, ja. Und ich finde es diesmal richtig, ja, eigentlich gut gelungen. Ob es perfekt ist, um Gottes Willen, das bezweifle ich. Ganz stark. Ja. Ganz stark. Ja, wie das hier wird, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich werde nicht vielleicht so gut schlagen, wie es geht, so gut oder so schlecht. Schauen wir mal. So, hoppi, klopp. Rinne in den Kartoffeln. Raus in den Kartoffeln, rinne in den Kartoffeln. Ja, die Steuerung, die ist so feinfühlig, da werde ich mich noch... Ich habe die schon eingestellt, so dass es eigentlich ganz gut ist, aber... Naja. So, Moment. Ah, ich wollte jetzt schon weitergehen. Ah. Aber nein, werde ich noch nicht.
Ja, weil wir brauchen hier wieder massig, massig Kohle. Junge, hierher. Das sind Skell und Hattie, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Sieht so aus, mein Freund und Kupferstecher. Ja. So, davon brauchen wir 11. Wunderprächtig. Ja, die Folgen mache ich so circa um die 25, 30 Minuten. Und ja, dann wird das schon klappen. Und alles funktionieren. Wie sehe ich aus? Gut, eher nur die Rage ist noch nicht so, wie ich das will. Aber gut, bevor ich hier runterspringe, machen wir erstmal die...